Cana, bei diesem Spitzenspiel gegen Fatihspor, hast du damit gerechnet, dass es so hoch ausgeht und dass du einen Hattrick machen kannst? Eigentlich ja nicht. Ich hätte gedacht, dass es ein knappes Spiel wird, aber es ist halt gut gelungen und glücklicherweise habe ich halt einen Hattrick geschafft. Und ich freue mich dafür. Bist du so ein Typ, der sich innerlich freut, dem man es aber äußerlich nicht ansieht, weil irgendwie wirkst du auf mich ziemlich kühl angesichts der Tatsache, dass es so ein wichtiger Sieg war und dass ja, du so viele Tore geschossen hast oder dass deine Mannschaft so viele Tore geschossen hat? Ich freue mich übel, aber innerlich, genau. Wie hast du die Tore gemacht? Kannst du ein paar Worte dazu sagen? Also wir haben es gut rausgespielt, würde ich mal jetzt sagen. Und ich stand richtig und habe die Dinge halt rein getroffen, sage ich mal, gut getroffen. Was denkst du, was der Schlüssel zum Sieg heute war und was gemacht wurde, um sich gegen Fatihspor heute durchzusetzen? Wir haben gesagt als Team, wir müssen heute gewinnen und wir haben es auch geschafft. Wir haben richtig gut gespielt, finde ich, meiner Meinung nach. Und ich wünsche, dass weitere Spiele so funktioniert wie jetzt in diesem Spiel und wir steigen dann auf. War das schon die Vorentscheidung beim Kampf um den Relegationsplatz? Boah, es kann noch vieles passieren in der Liga, würde ich mal sagen. Aber wenn wir so weiterspielen, dann hält uns keiner auf, sage ich. Okay, euer nächster Gegner ist jetzt Alemannia Wilferdingen. Das wird ein Heimspiel. Was meinst du, was das für ein Spiel wird? Natürlich wird es auch ein schweres Spiel, aber ich denke, wir packen das auch. Ich hoffe, dass wir es packen. Und was meinst du, wie es Ende der Saison für euch aussehen wird oder welche Ziele verfolgt ihr? Wir wollen auf jeden Fall den Aufstieg haben. Also als Erster wollen wir aufsteigen. Und wie sehen die Chancen aus, um als Erster aufzusteigen? Was meinst du? Jetzt momentan sieht es sehr gut aus. Es liegt an uns. Wenn wir so weiterspielen und so weitermachen, dann hält uns keiner auf.